Ihr als absolute Gaming-Konnoisseure denkt euch doch bestimmt auch immer mal wieder, wow, dieser Hideo Kojima hat mit der Metal Gear-Reihe ein Videospielerlebnis geschaffen, das sich komplex auf geopolitischer Ebene mit Themen wie Krieg, aber auch tiefgehenden Emotionen wie Trauer, Verrat und Wut auseinandersetzt. Aber wenn das alles so künstlerisch und so ernst ist, warum ist dann der albernste Teil der Reihe der beste und auch der beliebteste? Tag und Moin, Frodo hier, ihr seid bei Experian und ich muss einmal den großen Hideo Kojima zitieren, der einst sagte, ein Spiel für alle ist ein Spiel für niemanden. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass Metal Gear Solid 3 Snake Eater einer der Gründe ist, warum Titel wie The Witcher 3, GTA 5 und Red Dead Redemption 2 so beliebt und so erfolgreich sind, wie sie es nun mal sind. Das ist eine sehr, sehr steile These, ich weiß, aber wie immer habe ich natürlich auch eine Erklärung für das, was ich hier so von mir gebe. Bevor ich das mache, muss ich aber noch ganz kurz über MGS3 fanboyen. Ihr kennt den Drill, Abo, Glocke und Abspruch. Zuallererst muss man wissen, dass Hideo Kojima eigentlich schon nach Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty mit der Reihe abgeschlossen hatte. Alle offenen Fragen sollten sich Fans entweder selbst beantworten oder einfach akzeptieren, dass es keine Antworten darauf geben wird. Publisher Konami allerdings fand diese Entscheidung alles andere als akzeptabel und flehte Mastermind Kojima förmlich an, noch einen Teil zu machen. Naja, und was macht man, wenn man nicht weiter voranschreiten will? Man geht rückwärts. Und so wurde Metal Gear Solid 3 nicht der lang erwartete Nachfolgetitel, sondern ein Prequel. Und was für eins. Ich habe hier immer so ein bisschen das Gefühl, dass Hideo Kojima hier bewusst rumexperimentiert hat, aber warum auch nicht? Immerhin muss er sich ja nicht mehr an seine vorgegebenen Strukturen von Teil 1 und Teil 2 halten. Stattdessen bekommen wir statt dem so stoisch und ernst gehaltenen Solid Snake in Metal Gear Solid 3 mit Naked Snake einen richtigen Menschen. Ja, okay, liegt vielleicht auch daran, dass Jack, ich mein John, ich mein Big Boss, also warum hat der eigentlich so viele verschiedene Namen? Der Hauptcharakter aus Metal Gear Solid 3 halt, dass der als Grundlage für 3 Klone herhalten musste und einer davon eben Solid Snake aus MGS 1 und 2 war. Klar also, dass unser jetziger Protagonist tatsächlich ein bisschen menschlicher ist. Frei von irgendwelchen Vorgeschichten konnte sich Kojima hier völlig austoben. Also warum nicht komplett drüber gehen und das Ganze in einen Kalter Krieg James Bond Agenten-Thriller verwandeln? Inklusive Dschungelkriegsführung à la Rambo plus noch ein bisschen übernatürlichem Kram. Allein der gleichnamige Titelsong Snake Eater, den kann man definitiv feiern, aber nicht wirklich ernst nehmen. Hideo Kojimas neu gewonnene Freiheit kriegen auch wir als Spielenden zu spüren. Was PUBG und Fortnite groß gemacht hat, war bereits hier der Standard. Das Game hat zwar keine offene Spielwelt, dennoch haben wir hier nahezu absolute Freiheit, wie wir unsere Mission erledigen wollen. Unser Protagonist Naked Snake wird zusätzlich, zumindest was seine Ausrüstung angeht, tatsächlich nackt über feindlichem Gebiet abgeworfen und darf sich in bester Battle Royale-Manier alles zusammensuchen. Und weil die Wildnis so gefährlich ist, gibt's hier mal eine kurze Einführung. Herzlich willkommen im Camp Kojima, eurem Sommerferien-Abenteuerparadies. Ich bin der Betreuer der Fuchsgruppe und damit wir alle zusammen super viel Spaß haben, aber trotzdem sicher sein können, hier einmal die Grundlagen. Zusätzlich zu eurem normalen Gesundheitsbalken habt ihr euer Hungermeter. Und damit ihr mir nicht irgendwann vom Fleisch fallt und euch die Puste ausgeht, erkläre ich euch jetzt mal, was ihr essen könnt, um das Hungermeter wieder aufzufüllen. Alles, was ihr in die Finger bekommt. Weiter geht's mit unseren super coolen Camp-Outfits. Natürlich könnt ihr tragen, worin ihr euch wohlfühlt, aber am besten passt ihr euch dabei der Umgebung an. Und gegen Gesichtsbemalung spricht auch nichts. Denkt immer dran, nicht mit fremden Leuten mitzugehen. Sollten euch unbekannte Personen ansprechen, sagt ihr einfach Stopp! Und dann gebt ihr den CQC-mäßig so richtig krass aufs Fressbrett. Und solltet ihr euch dabei ein kleines Wehwehchen holen, dann stellt euch nicht so an. Hier gibt's überall Verbandsmaterial und ihr kriegt schon irgendwie raus, wie man das benutzt. Und das war's auch schon. Jetzt ganz viel Spaß im Camp Kojima. Vergesst nicht, morgen Mittag beginnt unsere Atomsprengkopfschnitzeljagd. Und das war jetzt nicht nur eine kurze Erklärung des Gameplays von Metal Gear Solid 3, sondern tatsächlich auch die schlauste Überleitung, die ich je gemacht habe. Und ihr wisst's noch nicht mal. Camp ist neben dem Offensichtlichen auch ein Begriff, den die US-amerikanische Autorin Susan Sontag geprägt hat. In ihrem 1964 erschienenen Essay Notes on Camp definiert Sontag Camp als Liebe zum Unnatürlichen, zum Künsteln und zum Übertreiben.
Sie argumentiert, dass Camp eine spezifische Art des Sehens sowie ein spezifisches Verständnis der Welt darstellt, nicht unbedingt eine bewusste Absicht. Es ist eine Ästhetik, die sich durch Abkehr von der traditionellen guten Form und Ernsthaftigkeit auszeichnet und stattdessen das Oberflächliche, Theatralische und Überspitzte zelebriert. Camp ist kitschig, Camp ist affektiert und Camp kann auch mal geschmacklos sein. Es stammt vom französischen c'est campé und das kann neben Campen eben auch eine übertriebene Pose einnehmen heißen. Camp umfasst dabei eine neutrale, oft humorvolle, aber auch liebevolle Anerkennung des Absurden in Kunst und Kultur. Und spätestens jetzt sollte die 100-Yen-Münze dann auch gefallen sein, wie das mit meiner These von vorhin zusammenhängt. Denn Camp ist exakt das, was MGS 3 so großartig macht. Das Setting, die Geschichte und auch die Charaktere von Snake Eater bieten sich perfekt an, um zu campen. Die Ausgangssituation des Kalten Krieges basiert auf einer historisch echten Begebenheit und ist demnach für uns sehr einfach als ernstes Thema zu begreifen. Und auch das persönliche Drama von Naked Snake, der sich damit abfinden muss, dass seine Mentorin The Boss zu den Russen überläuft, ist verständlicherweise ein alles andere als glückliches Fundament für die weitere Entwicklung des Spielverlaufs. Aber für jede realistische Emotion, die uns das Spiel fühlen lässt, für jede ernste Gameplay-Mechanik wie das Nutzen von Camouflage, um unentdeckt zu bleiben, das Verarzten von Wunden oder das Stillen des Hungers durch erlegte Wildtiere und für jede noch so cinematische Cutscene, die uns in das Spiel einsaugt, ja, für alles davon hat das Team rund um Hideo Kojima eine Absurdität nach der anderen ins Spiel gebracht. Da wäre zum Beispiel einer der Zwischenbosse, The Pain, der Beam kontrolliert. Die können dann mit Granaten auf euch zukommen. Das kannst du nicht erklären. Oder der Typ hier. The End ist über 100 Jahre alt und betreibt Photosynthese. Eine mögliche Camouflage, die ihr finden könnt, ist dieser absolut nicht bescheuert aussehende Krokohut. Oder wie wär's damit, dass ihr euren Hunger mit Calorie Mate stillen könnt? Was im ersten Moment wie ein fiktiver Snack klingt, ist tatsächlich eine Produktplatzierung des japanischen Energieriegels. Und es wird noch weirder. Für die Trinkversion von Calorie Mate hat niemand Geringeres als Kiefer Sutherland meine Werbung gedreht. Ihr wisst schon, der Typ aus 24, der rein zufällig auch noch das Gesicht und die Stimme für Big Boss aus Metal Gear Solid 5 liefert. Und für die, die es nicht wissen, Big Boss ist die alte Version von Naked Snake aus Metal Gear Solid 3. Zufall? Ich glaube nicht. Und hier hört's ja nicht auf. Neben blitzenschießenden Endbossen oder Geistern, gegen die ihr antreten müsst, gibt's auch noch so Spielereien wie, dass ihr Snake im Gesundheitsmenü so lange drehen könnt, bis ihm schlecht wird. Und er dann, sobald ihr wieder ins Game wechselt, kotzt. Das ist übrigens eine von mehreren möglichen Lösungen, wie ihr später im Spiel aus eurer Gefangenschaft entkommen könnt. Aber ist das nicht total kontraproduktiv? Ich meine, Snake Eater möchte sich mit komplexen politischen Themen auseinandersetzen und auch unsere Meinung zum Thema Krieg herausfordern. Warum also dieser ganze Quatsch? Eigentlich ganz einfach. Wo Camp in Filmen meist als Comic Relief, also als ein Moment lustiger Erleichterung genutzt wird, hat es in Hideo Kojimas Meisterwerk gleich mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Natürlich sorgen Szenen wie die des Soldaten, der unsere Zelle bewachen soll, dann aber plötzlich wegen Magenproblemen aufs Klo rennt, auch für Entlastung. Aber nachdem wir gerade eine Folter-Cutscene durchstehen mussten, ist es vielleicht auch okay, wenn wir kurz mal dem hier lauschen. It's coming out! Here it comes! Wow! I didn't think that was possible. Es muss allerdings nicht immer komödiantisch sein. Nachdem wir den 100-jährigen Sniper beseitigt haben, kommen wir zum Beispiel zur berühmten Leiter-Szene. Hier klettern wir einfach eine Minute und 47 Sekunden lang eine schier unendlich wirkende Leiter hinauf, während langsam der Soundtrack einsetzt. Dieser strange Moment gibt uns genau die Zeit, die wir brauchen, um zu verarbeiten, was da eigentlich gerade im Wald passiert ist. Aber auch unsere Immersion kann Camp steigern. So komisch sie wirken mögen, so sehr erhöhen die skurrilen Feinde unsere Interaktion mit dem Spiel, indem sie uns eine Umgebung zum Experimentieren und, naja, Spielen liefern. Selbst wenn hier eine vierte Wand durchbrochen wird, führt das ja am Ende nur dazu, dass wir noch tiefer ins Game eintauchen können. Aber auch die super komplexen Themen können durch Campy-Überzeichnungen auf satirische Art behandelt werden. Beispielsweise wirft die Darstellung der übertriebenen amerikanischen und russischen Charaktere Fragen zur Wahrnehmung und Realität internationaler Beziehungen auf. Durch Camp können aber auch Charaktere und ihre Beziehungen auf eine Weise dargestellt werden, die sowohl tiefgründig als auch unterhaltsam ist. Die ungewöhnlichen und oft komischen Begegnungen wie Snakes Interaktionen mit Figuren wie zum Beispiel unserem Lieblingsrevolverhelden Ocelot tragen zur Entwicklung seiner Figur bei und enthüllen seine menschliche Seite, die durch Humor, Empathie oder Frustration zum Ausdruck kommt. Und zu guter Letzt nutzt MGS 3 Camp, um mit traditionellen Erwartungen an das Genre zu brechen und das Spielerlebnis frisch und unberechenbar zu halten. In einem Spiel, das sonst in einer realistischen Darstellung der 1960er Jahre verwurzelt ist, sorgen die Campy-Elemente für überraschende Wendungen und halten das Interesse aufrecht. Natürlich hat Snake Eater Camp nicht erfunden und auch das Aufbrechen ernster Thematiken durch merkwürdigen Humor gab's schon vorher. Aber dennoch hat Hideo Kojima, der, wir erinnern uns, ja eigentlich gar kein weiteres MGS-Spiel mehr machen wollte und hier mit seiner, ich nenne die jetzt mal Trotzreaktion, bereits 2004 genug Risiken gewagt und Innovationen an den Tag gelegt, um auch andere Entwickler und Entwicklerinnen dazu anzuspornen, es ihm gleich zu tun. Und gleichzeitig hat er auch noch unsere Messlatte höher gelegt, was die Erwartungen an die narrative und thematische Tiefe von Videospielen angeht. Wir sind offener für Spiele, die traditionelle Genregrenzen überschreiten und sowohl ernste als auch komische Elemente in ihre Geschichten und Charaktere integrieren.
Und wenn wir jetzt zurück zum Anfang des Videos und meiner sehr, sehr steilen These gehen, dann ergibt das hoffentlich auch endlich alles Sinn. Schauen wir uns doch Titel wie The Witcher 3 oder Red Dead Redemption 2 mal an. Es geht um Krieg, Tod, politische Intrigen, persönliche Verluste und generell das harte Leben in den nördlichen Königreichen bzw. dem Wilden Westen. Aber auch hier haben wir immer wieder Momente, die uns aus all der Tristesse herausholen. Wenn unser sonst so grimmiger Witcher zum Beispiel plötzlich völlig drauf ist und anfängt mit seinem Pferd zu reden. Oder wenn Arthur bei seinen Reisen durch die Steppe plötzlich auf die Idiotentruppe vom KKK trifft und miterleben darf, wie sich die Volldeppen aus Versehen selbst in Brand stecken. Und von der Skurrilität von GTA 5 will ich gar nicht erst anfangen. Hey, by the way, I left a turd in the pool. Code Brown. Ich kann nur hoffen, dass das Metal Gear Solid 3 Remake, das später dieses Jahr noch kommt, die Absurditäten des Originals beibehält. Mit Subsistence gab es ja schon mal eine leicht verbesserte Version des Spiels, die unter anderem die klassische Top-Down-Kamera um eine viel sinnvollere Third-Person-Ansicht erweitert hat. Aber mit MGS Delta haben wir, wie gesagt, ein Remake, an dem Kojima nicht beteiligt war. Es heißt zwar von Entwicklerseite, dass sich hier gewissenhaft am Original orientiert und nichts der Story hinzugefügt wird, aber das heißt ja nicht zwingend, dass sie nicht das komplette Camp abreißen. Metal Gear Solid 3 wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Zum einen, weil es mich an die Spielereihe und generell das Stealth-Genre herangeführt hat und zum anderen, weil es schlichtweg einfach ein geniales Spiel ist. Und jetzt weiß ich auch endlich warum, denn so cartoonig und voll mit Fanservice das Spiel auch sein mag, trifft es mich emotional viel härter als alle Teile vorher zusammen. Und ganz ehrlich, wer am Ende nicht aufgestanden ist und mitsalutiert hat, der verdient es nicht, den Krokohut zu tragen. Aber jetzt muss ich noch ganz kurz ehrlich mit euch sein. Ich habe am Anfang einen kleinen Kojima gepult, denn das Zitat hier, das ist gar nicht von Hideo Kojima, sondern vom CEO von Arrowhead Studios und das sind die Macher hinter Helldivers 2. Und das ist wiederum auch ein Spiel, was eine super ernste Prämisse hat, sich selber aber überhaupt nicht ernst nimmt und mit Selbstironie und Selbstreflexion und mit super viel Sarkasmus daherkommt und wahrscheinlich genau deswegen so erfolgreich ist. Aber vielleicht mache ich auch genau das, was Kojima von uns will. Ich interpretiere da überall viel zu viel rein und lasse meinen Gedanken freien Lauf und vielleicht liegt es gar nicht daran, dass Metal Gear Solid 3 so absurd ist, sondern vielleicht lieben wir Helldivers 2 einfach nur deshalb, weil ganz tief in uns drin irgendwas mit großen Knarren auf noch größere Alien-Viecher ballern will. Die Metal Gear-Reihe und auch Hideo Kojimas Gehirn sind natürlich super komplexe Themen, in denen man sich noch stundenlang verrennen könnte, aber ich würde sagen, das machen wir schön alles im Privaten. Ich hoffe, mein kleiner Fan-Monolog über die Absurdität von Snake Eater hat euch gefallen. Haut gerne mal eure Meinung in den Kommentaren raus. Ihr kennt den Bums. Abo, Glocke, Kommentar, Daumen hoch, dies, das. Ich würde sagen, ich gehe jetzt in den Wald, mir ein paar Schlangen fangen und wir sehen uns nächste Woche wieder.